In Frankfurt ist sicher kaum jemand begeistert von dieser Geschichte, denn wir hatten das ja alles vor einigen Jahren schon mal erlebt. Damals hat sich diese Fusion wieder zerschlagen. Und auch bei diesem Mal sind ja noch nicht alle Kriterien erfüllt und vor allem das Kartellamt muss ja dieser Fusion erst noch zustimmen. Ich glaube, wenn es einen Brexit geben würde, wäre diese Fusion überhaupt nicht mehr sinnvoll, denn dann wird ja London sicherlich wieder das Sagen haben wollen und dann ist Frankfurt natürlich zum Untergang geweiht.